So, zum zweiten Mal heute Servus und Grüß Gott. Ich darf die Ausstellungsversammlung für die Wahl des Bezirksratskandidaten Stimmkreis 101 hiermit eröffnen. Zunächst die wichtige Frage: Besteht Einwendung gegen die Akkreditierung oder Nicht-Akkreditierung irgendeines Teilnehmers? Ist jemand der Meinung, dass irgendjemand zu Unrecht seine Stimmkarte erhalten hat oder jemand eine erhalten sollte, der keine hat? Gut, ich sehe das nicht der Fall. Dann denke ich, wir sind vorher wunderbar durch die ganzen Orga durchgekommen. Schauen wir mal, ob wir das noch mehr schaffen. Als nächstes bräuchten wir einen Versammlungsleiter. Ich schlage wieder mich und den Flo vor. Besteht Einverständnis? Sehe, das ist der Fall. Die Stimmkarte in dezentem Rosa. Oder auch Pink. Gut. Wahlordnung, Geschäftsordnung ist vorher veröffentlicht worden. Liegt auch aus, ist die gleiche wie vorher. Nehmt ihr die Wahl- und Geschäftsordnung an? Gut, dann haben wir eine Wahl- und Geschäftsordnung. Dann brauchen wir einen Wahlleiter und Führer der Niederschrift oder Protokollführer. Ich hätte hier jemand im Auge. Müssen getrennt gewählt. Gut, machen wir erst den Wahlleiter. Einwände, Gegenstimmen? Sehr schön. Dann nehmen wir den Protokollführer. Auch das ist einstimmig. Okay. Dann werden wieder zwei Zeugen benötigt, die idealerweise aus der Versammlung kommen und nicht. Gut. Wir haben Teacher und Chris. Sehr schön. Wunderbar. Dann sind wir mit den Formalitäten soweit durch. Ein Wahlhelfer wird noch benötigt. Mauri hat das eigentlich schon super gemacht. Besteht Einverständnis mit Mauri? Sehr schön. Okay. Es ist eine Begrenzung der Redezeit geplant auf 10 Minuten. Empfohlen werden so um die 3 bis 5 Minuten. Besteht Einverständnis? Gegenstimmen? Gut. Dann die Tagesordnung war veröffentlicht. Dann darf ich die oder den Kandidaten bitten, nach vorne zu kommen, sich vorzustellen. Möchte noch jemand kandidieren? Auch wenn du allein willst, willst du trotzdem eine Buchstaben ziehen. Ich glaube, darauf können wir jetzt verzichten. Ist gut. Okay, Piraten. Schade auf der einen Seite, dass nicht andere Kandidaten noch da sind, die sich für das Thema interessieren. Mein Name ist Herbert Stubner, was die meisten wahrscheinlich wissen. Ich bin aktiv besonders aktiv in der Arbeitsgruppe 60+ und Maibaum und Tuba. Und ich habe mich entschieden, nicht für den Landtag zu kandidieren, sondern für den Bezirkstag, weil da die Themen sind, wo ich glaube, dass ich mich da stärker einbringen kann und auch eher irgendwie ein Erfolg sein. Ich bin gebürtiger Münchner, eigentlich habe mein Wurzelwerk im Süden von München. Und sonst zu den Piraten bin ich vor einem Jahr gestoßen, beziehungsweise Mitglied seit einem Jahr. Vorher war ich einige Male auf Stammtischen und habe geschaut, was so läuft. Und das hat mich halt überzeugt, die Frische und den Einsatz und die neuen Ideen. Und da habe ich mich dann entschlossen, dass ich da mich einbringen will. Was kann ich sonst noch sagen? Ich bin verheiratet, ich habe zwei erwachsene Kinder und so formende oder wie sagt man, so Benchmarks in meinem Leben war das eine, dass ich weiß, Bildung war zumindest in meiner Zeit nur mit großen Geldbeutel möglich. Ja? Und wer das nicht gehabt hat, der musste sich dann halt auf den zweiten Bildungsweg abends oder nach Feierabend und so weiter versuchen, sich das Wissen nachzuholen, um dann auch im Berufsleben dazustehen.
oder auch ein paar Mark mehr zu verdienen und andere Möglichkeit zu haben. Und darum unterstütze ich alles, was die freie Bildung und die kostenlose Bildung ermöglicht. Zwei Gründe. Einmal für jeden Menschen an sich, für seine Entwicklungsmöglichkeit. Und das andere, weil das unser Kapital ist und unsere Demokratie sichert. Ja? Gut, soweit. Dann das zweite Formende noch für mich waren meine Jahre im Ausland. Ich war halt in Saudi-Arabien, in Nepal, Iran und wo noch, in Libyen. Ja. Hab dort, also war ich beruflich, habe einige Jahre dort gelebt und bin da halt auch mit anderen Sichtweisen, Kulturen, Religionen in Verbindung gekommen. Und das war auch noch mit ein markanter Benchmark in meinem Leben. Der Bezirkstag, der ist eigentlich nur zuständig für soziale Aufgaben, die ein Landkreis oder eben eine Stadt nicht bewerkstelligen kann. Zum Beispiel für Behinderte oder Mehrfachbehinderte, dann Unterstützung im Alltagsleben für Leute, die eben finanziell sehr schwach sind und sagen wir bei Senioren, die unbedingt ein Heim brauchen oder halt eine Stätte, wo sie ihren Lebensabend halbwegs würdevoll verbringen können. Nicht für den, für die Hilfe im Alltagsleben, das ist ja dann die Kommune zuständig. Dann natürlich auch die Krankenhäuser, speziell im psychiatrischen Bereich. Da gibt es eben sehr, sehr viele Menschen, die allein das Leben nicht managen können. Ich meine jetzt nicht mal die vollkommen weg sind, sondern sind so, die Einschränkungen haben und halt einfach die Unterstützung brauchen. Und da ist, so wie ich das mitgekriegt habe, über meine Tätigkeit als Mitglied der Seniorenvertretung Sending-Westpark, dass da ein sehr großer Nachholbedarf ist oder beziehungsweise Verbesserungsbedarf ist. Und auch so einige andere Informationen habe ich mitbekommen, dass im medizinischen Bereich, also vom Bezirkstag, dass da einiges im Argen liegt und dass man halt wo eine Stimme laut machen muss. Weiterhin ist zuständig der Bezirkstag für zum Erhalt der bayerischen Lebensart, ist mit vorgegeben. Aber das beschränkt sich eigentlich nur auf einige Freilichtmuseen, wo man halt die Bauernhäuser von der Einst sehen kann und wie die Menschen gelebt und gearbeitet haben. Aber das ist mir alles ein bisschen zu wenig. Also ich würde mir vorstellen, dass ich besonders die kleinen Gruppen, sagen wir Volksbühne oder Musikgruppen, dass die gezielter unterstützt werden. Da würde ich mich auch einbringen. Aber wie gesagt, das muss dann alles sehen, was machbar ist und so. Dann, wie stelle ich mir vor, meine Tätigkeit für den Fall, dass ich im Bezirkstag gewählt werden würde? Ich stelle mir so vor, dass ich mit der Basis halt diesen engen Kontakt habe. Das heißt also auch die in Frage kommenden Arbeitsgruppen und zu besuchen, also wöchentlich oder zweiwöchentlich, wie auch immer. Und auch deshalb, weil viele Köpfe viel mehr wissen als einer. Dass ich halt auch noch praktisch immer neue Ideen bekomme und die halt dann mit verwirkliche. Und was kann ich sonst noch zu mir sagen? Das kommt jetzt dann alles wahrscheinlich über die Fragen, die an mich gestellt werden. Gut, dann eröffnen wir die Fragerunde. Und ja, der ist ein Interviewer. Ja, ich fange gleich mal an. Bezirkstag ist wirklich nur eine Nebenbeschäftigung. Das heißt, es wird auch finanziell nur eine kleine Ausgleichszahlung geliefert für im Verhältnis, wie viel Arbeit man da reinstecken muss. Da ist, finde ich, jetzt die Frage wirklich berechtigt. Du musst ja sowohl Beruf oder anderes Geld verdienen und Bezirkstag unter einen Hut bringen. Richtig. Schaffst du das? Ist das bei dir möglich? Das ist kein Problem. Also Faktor Zeit. Ich muss nicht mehr in die Arbeit gehen, Gott sei Dank, ja. Und soweit bin ich finanziell gesichert, dass ich auf jeden Fall auch Sachen abfangen kann, wenn mal was käme, was außer der Reihe ist.
Abgesehen davon hast du gesagt, man darf keine finanziellen Fragen stellen. Das war nicht, wie viel du in Wahlkampf investierst, sondern ob das zeitlich, finanziell, zeitlich... Ist auch eine... Also, gell? Schwerer Verweis. An der Seite. Okay, gut, ist die Frage beantwortet oder willst du was genauer wissen? Ja. Die Frage, ob du sowohl Beruf als Beruf... Ich kann alles unter einen Hut bringen. Ich habe mir vorher natürlich auch überlegt, weil ich will nicht irgendwie bloß auf dem Papier, wo wir stehen haben, sondern ich will auch dann... Erfolge sehen oder was Machbares sehen oder dass man und auch das Piratige mehr mit reinbringen und dadurch auch, hoffe ich jedenfalls, dass die Öffentlichkeit dann auch mehr auf Piraten stößt, sei das heißt es über Berichterstattung oder was auch immer. Und das haben wir vorher schon genau überlegt. Ja, du hast vorher gesagt, dass du in der Seniorenvertretung tätig bist. Was heißt das genau? Die Seniorenvertretung, da ist nächstes Jahr wieder die neue Wahl. Da kann jeder Stadtteil von München kann sich eine Seniorenvertretung wählen, die dann ihre Interessen einmal zum Unterstützen der Senioren. Das mache ich zum Beispiel in der Form, dass ich monatlich eine Sprechstunde habe, jeden ersten Dienstag im Monat. Und da kommen dann so Fälle wie, man muss halt mit zur Hausverwaltung gehen, weil die manche sind halt nicht so sicher dann, wenn sie da Schwierigkeiten haben oder dass der Schimmel irgendwie da und die trauen sich nicht zu sagen und sowas. Und da musst du halt mitgehen und halt den Leuten sagen, dass das Gesundheitsamt kommt, wenn da nicht abgeholfen wird oder so. Also man muss sozusagen Versicherungen, wo sie raus wollen, die lassen sie nicht raus. Da muss man halt den ganzen Schriftwechsel durchschauen und dann halt entsprechend formulieren, schreiben oder anrufen. Und nebenbei mache ich dann immer noch eine Sache, also einige Sachen, und zwar Occasions für Senioren, und zwar speziell für die, die im Schatten sind und nicht im Licht. Ja. Ich habe jetzt dieses Jahr, habe ich organisiert für eine, gut, das war jetzt eine Gesangsgruppe von älteren Damen, die wollten halt irgendwann mal größer auftreten, das war immer ihr Wunsch gewesen, da habe ich das organisiert im Theatron im Westpark, die Westpark-Lärchen waren das, ja. Und das habe ich für die gemacht. Dann habe ich jetzt unlängst hier vor 3 Wochen oder waren es jetzt 4 Wochen eine Trambahnfahrt für Senioren gemacht. Und das ging dann kreuz und quer durch München für 3 Stunden und das war halt für viel. Und es ist so, ich versuche es immer so, die Finanzierung zu machen, dass nur 3 Euro bezahlt werden. Also da muss man halt Sponsoren, muss ich dann auftreiben, ja. Und die 3 Euro deswegen, weil ich will, dass auch der sich sonst nicht leisten kann, dass der rauskommt aus seiner Wohnung, dass er vielleicht wieder ins Stadtviertel kommt, wo er Max-Weber-Platz vor 20 Jahren das letzte Mal war oder so. Und das ist eigentlich sehr gut angekommen. Das ist das zweite. Letztes Jahr habe ich auch so eine organisiert. Und in den 3 Euro ist dann immer noch ein Brotzeit mit dabei und ein Getränk. Ja, und das, man muss halt die Sponsoren dann finden, die das machen. Und das, und sagen wir mal, das sind vielleicht dann 10-15%, wo ich weiß, die kommen sonst nirgends raus, oder für die das nächste Highlight wäre entweder das Heim oder der Friedhof, ja. Und ja, es ist so, gell? Die kommen aus der Wohnung nicht mehr raus, weil sie einfach sagen, ich komme auf einen Millimeter genau mit meinen Finanzen rum und so, ja. Der eine hat dieses Glück im Leben oder ist das Leben so gelaufen, und es gibt eben manche, da ist es nicht so gelaufen, und für die mache ich das eigentlich, weil ich mache nicht irgendwie Konkurrenz zu den alten Servicezentren und was die Stadt München anbietet, sondern ich suche dann so Marktlücken aus, also das nicht abgedeckt ist. Und dann, was haben wir noch gemacht? Ach so, im März habe ich gemacht, organisiert ein Countryfest für Generationen. Und zwar, der Sinn, also die Intention war so, dass der Großvater mit dem Enkelkind zusammen was erlebt. Also nicht bloß, dass ihm 5 Euro gibt oder so, sondern das zusammen was erleben. Und das war, habe ich dann ein Feuerwerk gemacht, habe ich da also das kostenlos ich weiß nicht, wer das Feuerwerk kennt, in der Hansastraße, habe ich kostenlos den Raum gekriegt. Dann habe ich eine Band, der habe ich allerdings was zahlen müssen, 300 Euro, zu zweit waren die, das war der ganze bekannte Country-Sänger hier von München. Und dann haben wir kostenlos gehabt Square Dancer, 16 Stück, also das ist so, die da immer nach hin und her, so cowboy-mäßig halt und sowas, ja. Und das hat ungemeinen Anklang gefunden, haben wir auch gefreut. Und das sind halt so Aktivitäten, die ich halt dann immer so noch nebenbei mache. Ja, das ist das da. Und jeder Stadtteil hat pro 2000 Bürger, die über 60 sind,
bekommt einen Seniorenvertreter. In Sendling-Westpark ist es für das nächste Mal sieben Seniorenvertreter und dann in Rammersdorf oder sowas, die haben dann 14, 15, weil die halt mehr ältere Mitbürger haben. Und dann ist es so, dass derjenige, der die meisten Stimmen bekommt im Viertel, ist dann der Seniorenbeirat. Das heißt, die tagen im Rathaus dann und das ist dann die Schiene, wenn wir eine Eingabe machen an Stadtrat, geht es dann über unseren Beirat, der trägt es dem Gremium dort vor und die gehen dann an den Stadtrat. Und der Stadtrat ist verpflichtet, es innerhalb von 2 Wochen zu bearbeiten. Im Moment sind wir dran, dass die Rentnerkarte schon vor 9, also MVV, schon vor 9 Uhr gilt, weil halt viele haben Arzttermine, die vorher liegen. Und dass wir das halt durchsetzen, wenn wir Glück haben. Ja. Gut, sonst noch dazu Fragen oder zu dem Themenbereich? Ja, noch eine Frage. Du bist sehr engagiert in dem Bereich 60+, Rentnerpolitik. Jetzt, wenn wir in den Bezirkstag kommen, sind wir da wahrscheinlich sehr, sehr wenige Leute. Das heißt, du müsstest auch andere Gebiete übernehmen. Welche Gebiete traust du dir zusätzlich zu? Wo würdest du dich einarbeiten können wollen oder hast du dich schon eingearbeitet? Also ich stelle mir mal so vor, also bei den Aufgaben, die der Bezirkstag abdecken muss, ja, er hat ja mit Wirtschaft und so nichts zu tun, ja. Ich könnte mir sowas vorstellen bei den Behinderten und Mehrfachbehinderten, dass man da das Thema IT, dass man das mehr einbringt, weil da eben eine Chance ist, dass die, also unsere Mitbürger, die alle behindert sind, dass die da eventuell ihren Lebensunterhalt mehr als wie bisher vielleicht selber bewerkstelligen können und halt eine sinnvolle Aufgabe haben. Also da versuche ich mich dann in diese Richtung einzubringen. Ich bin kein Arzt, also dass ich rein medizinisch da irgendwas mache, aber halt, dass ich das, diese Richtung, so habe ich mir das vorgestellt. Weitere Bereiche, ich bin natürlich Maibaum und Tuber, ja, dass ich da, da stelle ich mir eben vor, weil es auch ein Anliegen von mir ist, da stelle ich mir eben vor, dass man kleinere Gruppen mehr fördert als wie bisher. Also dass eben die jetzt halt im Keller spielen, dass die halt auch irgendwo die Miete zahlen können, irgendwo in städtische Einrichtungen, sei es Volkstheater, sei es eine kleine Kapelle oder sei es irgendwie ein Kabarettist und so, dass ich in die Richtung auch was mache. Aber es ist halt dann immer eine Sache, wo bin ich am effektivsten, wo kann ich das was einbringen? Man müsste Realisten sein. Ja? Ich kann ja natürlich alles Mögliche jetzt versprechen und sagen, aber das sind so Sachen, die im Rahmen des Möglichen sind, aus meiner Sicht. Er grillt mich wirklich, ja. Beschäftigt. Das ja, okay. Man, ja. Okay. Jetzt sagst du, du willst insbesondere kleine Gruppen fördern. Der Bezirkstag ist allerdings relativ klamm und es geht sehr, sehr viel Geld drauf in eben die Fürsorge von benachteiligten Personen. Das ist finanziell auch der mit absolut größte Batzen. Du müsstest dann da was wahrscheinlich wegnehmen. Oder wie stellst du dir das vor? Was heißt wegnehmen? Man muss dann abwägen. Ja? Und dann habe ich ja natürlich einen Riesenvorteil, den die anderen wahrscheinlich nicht haben. Ich habe unsere Basis. Ja? Und ich will mir auch gar nicht anmaßen, dass ich alleine irgendwie so sage, pass auf, hier, da, in die Richtung stimme ich und da stimme ich. Ich sage, ich habe die Basis dafür. Das sind dann Themen, wo halt gefordert sind und ich hoffe, dass dann halt so viel sind noch nicht da, die jetzt sagen wir mal für Senioren oder Behinderte und so im Mittelpunkt sehen von ihrer Tätigkeit, aber ich hoffe schon, dass ich dann etliche überzeugen kann, die dann halt dann auch mit Rat und Tat und Diskussion bei der Entscheidungsfindung mithelfen. Du organisierst ja auch für uns die Infostände. Ja. Wie würde dein zeitlicher Aufwand nächstes Jahr ausschauen bezüglich des Wahlkampfs? Weil du ja nicht nur für den Bezirkstag kämpfen wirst, sondern wir müssen ja schauen, dass wir so bestimmt sind wie möglich. Wie stellst du dir das vor? Ich bin Gott sei Dank gedankt relativ beweglich, was die Zeit anbelangt. Ja. Und Infostände finde ich für eine super Sache. Jetzt, die muss nicht nur bezogen sein rein auf 60+, weil wir haben immer den Nebeneffekt, die Piraten werden wahrgenommen und das ist ja bei uns wichtig, ja, dass wir wahrgenommen werden und das multipliziert wird dann, weil die Leute daheim erzählen oder im Verein oder wo sie kommen, erzählen, dass sie uns gesehen haben.
Schöne ist natürlich, wenn wir genügend kompetente Piraten da haben, die dann auch zu den aktuellen Fragen die unsere Position transportieren können. Ja. Und es wird dann wahrscheinlich dann auch so ab Mai natürlich noch viel, viel mehr Zeit notwendig sein, dass wir halt dann einen richtigen Wahlkampf führen. Aber ich schätze mal, wir haben dann auch ein Wahlkampfteam hier in der Geschäftsstelle. Und da bringe ich mich mit ein, im Rahmen meiner Möglichkeiten halt. Ja. Und die Informationsstände, also finde ich immer, bis jetzt habe ich nur gute Erlebnisse gehabt. Auch wenn es mal geregnet hat, ist natürlich das Publikum nicht so häufig oder nicht so viel da. Aber wir waren immerhin präsent, wir sind wahrgenommen worden. Und das hat ja einen Effekt, das ist ja nicht nur jetzt für AG 60 Plus oder so, sondern das ist ein Gesamteffekt für alle Piraten. Mich würde es wirklich freuen, wenn ich überzeugen könnte, weil jetzt bin ich der Einzige, ja, und ist nicht nur, also keine große Auswahl, aber es würde mich freuen, wenn ich die Mehrheit hier überzeugen könnte, dass ich im Piratik und im Sinne der Piraten im Bezirkstag arbeiten kann oder was bringen kann. Hat noch irgendjemand eine Frage? Schließe ich die Fragerunde und übergebe an unseren Wahlleiter, den Markus. Feiern wir gestern. Ja, kurz den Rücken voller mit der Spendenkasse habe ich glaube ich erwähnt. Können wir rumgehen lassen. Was können wir erwähnen? Ihr dürft dafür bezahlen. Möchte noch jemand der Stimmberechtigten kandidieren oder einen anderen Kandidaten vorschlagen? Du musst nicht stimmberechtigt sein. Nein, du musst nicht stimmberechtigt sein. Doch, man muss als Kandidat entweder stimmberechtigt sein oder von einem Stimmberechtigten vorgeschlagen werden. Also deswegen so formuliert. Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann ist die Kandidatenliste geschlossen und wir haben mit Herbert einen Kandidaten. Die Stimmzettel werden gerade gedruckt. Wir haben jetzt den Fall, dass wir so gesehen Herberts Namen als Stimmkreis, als Vorschlag draufstehen haben und ihr habt oben die Möglichkeit, bei Ja oder bei Nein anzukreuzen. Ja, wenn ihr ihn als Stimmkreiskandidaten wünscht. Nein, wenn ihr ihn als Stimmkreiskandidaten ablehnt. Und wir machen es wieder wie vorhin. Ihr bekommt erst hier vorne die Stimmzettel, wird dann auf der Stimmkarte abgekreuzt und danach öffnen wir den Wahlgang und dann kann jeder wählen. Wieder darauf achten, wenn ihr geheim wählen wollt, ihr habt auch im Nebenraum teilweise die Möglichkeit oder draußen oder ihr sucht euch hier ein ruhiges Eck. Also, dass jeder die Möglichkeit hat, der möchte, geheim abzustimmen. Er ist, glaube ich, zugeschlossen. Aber wenn so ein enormer Bedarf an Wahlkabinen besteht, können wir das einrichten. Es gibt auch noch Keramik ausgekleidete Wahlkabinen. Wird es jetzt gleich. Schüttet im Wasser. Ja, wir schließen das Wasser. Genau, man kann die drüben in der Toilette einsperren und da. Das wird uns die Beute schon vorgegeben. Stellen wir uns mal an, so einen Zettel abholen. Das ist der wichtige Einsatz. Gut, das ist der Wohl. Ja, das ist doch immer. Gibt kein Symbolbild, das ist gigantisch. Ja, aber so ein großer Gedanke. Das ist politisch. Das ist totales Versagen.
Also ich bin auf dem Untersuchungsausschuss gespannt, dass wirklich rauskommt. Aber wir zeigen nochmal, die Uhr ist leer und der Wahlgang somit eröffnet. Yippie. Ich als Wahltroll will zuschauen. Wahlträume. Ja. Jetzt haben wir schon wieder ein neues Amt. Kann auch richtig trollen. Nein. Ich hätte Herbert noch eine Stunde. Hast du schon? Nein. Ich hätte noch ganz viele Fragen auf Lager. Das muss doch was sagen, weil es schon gedauert. Ja, 102, 103. Ich glaube, am Dienstag wird mir richtig voll. Noch voller als heute. Ja, 102, 103 sind gute Stimmen. Eine Veränderung. Ein Stimmzettel fehlt noch. Nein, es hat noch nicht mehr. Donnerstag ist 103. Wir warten mal. Der hat noch nicht, der will noch mal. Ich glaube, irgendjemand im Flur und rechts. Ja, genau. Ich gehe immer zum Lachen. Und schreibe den Schiller genau. So, Gott sei Dank. Möchte noch jemand eine Stimme verfolgen? Ich glaube, das ist sehr geehrter Wähler. Das Wahllokal steht mit Wahl. Wir zwingen ja niemanden ins Wahllokal. Das ist so, da könnte man nicht dazu. Also ihr habt ein Spiel. Ich wollte eigentlich auf blauen Papier drucken, aber wir haben Spiel und ich falsche nicht drucken. Ja oder nein? Ja. Einer fällt, aber du musst es nicht. Die Person auf dem Klo sagt nö. Okay. Möchte jemand deine Stimme? Das kann nicht sein, oder? Sag mal, ich bin dreimal an dir vorbeigelaufen. So gut. Ja, dich persönlich so. Nicht. Ich hab damit ist der Wahlgang geschlossen mit CA aus. Kann ich bitte, bitte wieder Ruhe. Die Plätze einzunehmen? Wir dann haben möchte ein Ergebnis. Genau. Also es waren 8 Akkreditierte noch anwesend. Es wurden 8 Stimmzettel abgegeben, alle waren gültig. 8 Leute haben Herbert die Ja-Stimme gegeben, keiner hat bei Nein angekreuzt, damit ist Herbert der Direktkandidat für ihn. Und ich habe nur eine Bitte, wenn irgendwo was im Missverständnis sein könnte und sowas, bitte gleich direkt ansprechen, dann kann man das klären oder ich kann was lernen. Wahl annehmen noch und mal. Gut. Ich glaube, das war offensichtlich eine Wahl annehmen. Ja. Damit bleibt mir noch zu fragen, ob irgendjemand Einwendungen hat oder diese Wahl anfechten will. Ich sehe, das ist... Wir haben das selber schon. Er hat das schon unterschrieben, dass er die Wahl hat. Er hat es auch unterschrieben. Ist eigentlich nur noch eine Höflichkeit, wenn wir jetzt fragen, er hat vorher schon unterschrieben. Also trotzdem nein, sondern. Also ich sehe es, es gibt keine Anfechtungen. Dann schließe ich hiermit die Versammlung und gratuliere Herbert mir ganz herzlich. Danke. Wir haben 14 Uhr eingeladen, richten wir jetzt die Bezirkstreffen. Ja, ja, ich bin auch da. Ich bin auch in der Nähe, ich brauche das mal. So. Gratulation. Das machen wir zusammen. Genau, sobald die anderen Wahlkreise besetzt sind, wird auch zuständig.
voll gefallen.